Du heiratest. Oh, du arbeitest. Ja. Du arbeitest fürs Erste hier. Gut. Du kannst trainiert werden. Mehl haben wir 141, also Nahrung wird uns nicht so schnell ausgehen. So, du isst mal schön hier oben weiter, dass wir dann weiter erkunden können. Ja, und das hier unten alles zu vernetzen. Könnte sehr steinintensiv werden. Das hier können wir noch wahrscheinlich bauen mit den Steinen, die wir haben. Dann werden wir bald neue brauchen. Das heißt, ich hoffe, dass er hier bald irgendwann mal so. Das ist verbunden. Hier kommen dann zwei Verteidigungstürme hin, die uns gegen die Indianer im Norden schützen können. Weil gegen die im Süden haben wir ja nichts. Die sind mit uns verbündet. Mit denen werden wir auch Handel treiben. Nämlich Möbel gegen Gold tauschen. Und ja, einen unserer beiden Träger stempeln wir mal für den Bogenschützen, für die Bogenschnitzerei ab. So, das Haus reißen wir ein. Dann sollte hier genug Platz für eine Webstube sein. Ja. So, du hast einen Eisenschmelzer erfunden. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt eine Werkzeugschmiede hier unten hinstellen. So, ein bisschen Eisenerz hast du noch zum Einschmelzen, also schmelze das weiter ein. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Dann gehen wir erstmal die untere Flussseite entlang, bevor wir irgendwann da oben wieder übersetzen. Du stellst mir übrigens jetzt erstmal weiter Möbel her. Wir brauchen nämlich sehr viele Möbel. Ich will so
12 Möbel eingelagert haben. Die können wir dann tauschen. Ein Möbelstück für 2 Gold ist nämlich nicht viel, eigentlich. So, du isst. Ist am nächsten Busch noch was? Dann schicken wir dich zu dem heiligen Baum. Ja, auf die Insel kommen wir nicht rüber. Das ist schade. So, du brauchst etwas Unterhaltung, ja. Religion bräuchtest du auch demnächst, aber da kannst du am Hauptlager beten, zum Glück. So. Du bringst noch die Wolle weg, dann wirst du Weber. Das heißt, wir können die Kaserne doch hier oben bauen. So, Möbel werden oben eingelagert. Gut. Du stellst noch einmal Eisenerz her. Danach werden wir dich erstmal in die Werkzeugschmiede schicken. Dafür wirst du auch Holz brauchen. So, du füllst die Bogenschnitzerei schön mit Leder. Oh, du hast voll. Okay. So, Werkzeugschmied. Ja. Hier. In der Werkzeugschmiede. Und uns sind die Steine fast ausgegangen. So, du kannst schon mal Händler werden. Lager 1. Lager 2. Und Möbel. So, du isst dir einen Happen bei den Bäumen. Am besten 2 Happen gleich. Oh, du findest Stein da oben. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, unsere Kaserne wird auch nicht billig werden, nehme ich mal an. Die Karte könnte sich auch ruhig mal aktualisieren. Danke.
Wie sieht's mit Schuhen aus? Wir haben keine Schuhe mehr. Ernsthaft? Ja. Das heißt, wenn du deinen Beruf gelernt hast, schusterst du mal wieder Schuhe zusammen. So, hier sind wir wieder am Ende der Karte angelangt. Kaserne wird gebaut. Wir benötigen allerdings mehr Stein. Das holen sich die Bauarbeiter aber irgendwo in der Pampa. Ja, und du hast schon mal die erste Goldladung und hast Hunger, deswegen gehst du zum Fuß. Auch gut. Erstmal zurück. Wir erkunden erstmal hier die Insel. Vielleicht ist das nämlich eine abgeschnittene Insel. Mal gucken. Du kannst trainiert werden. Ja, sobald wir genügend Eisenwerkzeug hergestellt haben, du hast Weber erfunden, gut. Das heißt, nach dem Auftrag machst du erstmal wieder Schuhe. Wobei, ich brauche erstmal die gesamte... Nein, brauche nicht die gesamte Wolle auf, das ist ein bisschen zu viel des Guten. So, Schuster. Holt sich ein Eisenwerkzeug, sehr gut. Und ja, du kannst eine ganze Weile weiterarbeiten. So, nächste Möbellieferung, sehr schön. Wir haben das erste Gold im Lager. Und wir kriegen wieder Schuhe rein. Sehr gut. Er unterhält sich mit jemandem, weil er Gesellschaft braucht. Du kannst trainiert werden. Und wir haben eine Kaserne. Das heißt, unser letzter Träger zieht gleich um, sobald er das Mehl eingeliefert hat, hat er. Ja, Holzfäderzelt steht schon eine Weile leer. Du bringst die nächste Ladung.